Der Frachtdienstleister Leisure Cargo hat seinen Sitz von Düsseldorf nach Frankfurt verlegt. Beim Opening an der Cargo City Süd zeigte sich Geschäftsführer Thilo Schäfer zufrieden und nannte den Grund für den Standortwechsel. Wir haben vor einiger Zeit schon entschieden, dass wir den Headquarter von Düsseldorf nach Frankfurt verlegen wollen, weil, um ehrlich zu sein, wo passiert Luftfracht? Das ist am größten Standort in Europa in Frankfurt. Leisure Cargo wurde im Jahr 2000 gegründet und ist heute die Nummer 1 unter den Frachtdienstleistern, die keine eigenen Flugzeuge besitzen. Das Unternehmen optimiert die Auslastung von zum Beispiel Ferienfliegern. Gemeinsam mit den ganzen Päckchen und den Geschenken, die wir in die Weltgeschichte schicken und die auch wieder reinkommen, die fliegen quasi im gemeinsamen Frachtraum dieser Maschinen in die ganze Welt und kommen aus der ganzen Welt. Und an der Stelle ist vielleicht wichtig zu erwähnen, wir haben hier in Frankfurt den Perishable Center und wir sind einer der größten Importeure von Gemüse und Früchten aus der ganzen Welt hier nach Deutschland. Das Transportunternehmen arbeitet mit insgesamt 14 Airlines zusammen und möchte sein Geschäft und die Zusammenarbeit mit den einzelnen Firmen ausbauen.